Pancakes, wie in USA. So, wieder ein neuer Morgen. Jetzt sind wir in. Sind wir gar nicht in Rio Celeste, was ich gestern die ganze Zeit gesagt habe, sondern der Fluss heißt Rio Celeste. Weil wenn man auf Google Maps guckt, heißt nichts Rio Celeste, sondern alles nur bei Rio Celeste. Wie auch immer. Hier sind wir jetzt im National Park. Und zwar der Parque Nacional Volcano Tenorio. Aber das Wichtigste oder das Krasseste heute, was wir sehen, ist dieser türkise Pool. Beziehungsweise der türkise Fluss. Ich kann euch leider nicht erklären, wieso das Wasser türkis ist, aber es hat irgendwas mit den Mineralien und der dies, das, Ananas zu tun. Also sehr interessant. Das ist sozusagen das Erste, was wir heute machen und später haben wir noch was Spaßiges vor. Komm mal hier rüber. So, jetzt gehen wir hier ein paar Treppchen runter, die wir gleich wieder hochgehen müssen. Nur diesen schönen Wasserfall zu sehen. Ich habe Ilona unten gelassen. Sie hat es nicht mal geschafft. Treppen waren zu viel für sie. Oh doch, da kommt sie. Ich dachte, ich hätte es verloren. Ich habe das schon fast mein Lager aufgeschlagen. Hast du geschwitzt? Sieht man das? Der Wasserfall gerade eben, das war mein Schweiß. Oh, die haben ja Klimaanlage. Ja, gut ausgestattet sind die hier. Hat nicht jeder Nationalpark eine Klimaanlage? Boah, stimmt das an. Keine Ahnung, als ich gepupst habe. Totes Meer. Totes Meer. Sind wir jetzt schon in Israel oder was? Also wir sind jetzt gerade in Israel gelandet irgendwie, am Toten Meer, weil hier stinkt es auch nach Schwefel. Oder nach faulen Eier. Aber da ist ein Schild, dass man nicht mit Schuhen laufen darf. Also ziehen wir uns jetzt die Schuhe aus und dann gehen wir da entlang. Okay? Das ist die Brücke, komm, ich film dich. Oh. Oh je. Endlich mal eine Brücke. Aber nur für 6 Personen. Noch so ein Schild. Da müssen wir wieder barfuß laufen. Okay.
Und jetzt laufen wir zurück zum Auto. Wir fahren jetzt über einen Schotterweg, der wieder so richtig crazy aussieht, zu einem Ort, keine Ahnung, wie er heißt, aber da werden wir Tubing machen, oder so heißt es. Und zwar werden wir da in so Schlauchringe sitzen und den Fluss entlang schwimmen. Es ist wunderschönes Wetter dafür. Vielleicht ein bisschen zu heiß für Ilona. Aber müssen wir uns ein bisschen in Sahne einschmieren. Und dann wird das schon gut werden. Ilona kämpft gerade mit den Löchern. Wir haben übrigens unseren Rad gewechselt, also wir nicht, also jemand anderes hat das für uns gemacht, weil wir hatten hinten ein Rad, das so ein bisschen weniger Luft drin hatte. Also Ilona wollte eigentlich es nur aufpumpen und damit war ich auch ganz zufrieden. Aber dann kam dieser Mann und hat gesagt, okay, soll ich das auswechseln? Und dann haben wir gesagt, okay, wechseln wir es aus. Ja, jetzt haben wir einen neuen Reifen da hinten, der anders aussieht als die anderen dreien. Aber hey, der überlebt das schon irgendwie. Hoffen wir zumindest. Wir sind jetzt hier wieder mit der besseren Kamera, mit dem besseren Ton und wir haben jetzt Frutas bekommen und wir essen jetzt ein bisschen Ananas, ein bisschen Mostermelone, ein bisschen Orange, die ist hier ein bisschen grüner. Eiskaltes Wasser. So, wenn ich das aufgegessen habe, muss ich heute nichts mehr essen. Wir haben jemanden, der isst mit uns. Unser neuer Freund. Das ist so bescheuert. Hier, welche Wassermelone muss ich essen? Hier? Oder die her? Hola. Ignore. Wenn Familie White hier ist, dann sieht der Teller danach so aus. Jetzt aber, Ilona. Wie fandest du es? Es war ziemlich cool. Aber ein bisschen zu langsam und sehr viele Steine. Wir sind oft hängen geblieben, vor allem Cory, weil er so schwer ist. Ja, es war schon cool. Es wäre ein bisschen cooler, wenn ein bisschen mehr Wasser da wäre. Vormittags anscheinend ist es ganz cool. Oder halt in der Regenzeit, da geht es wahrscheinlich richtig ab. Aber es war jetzt nicht, dass ich bereut habe, dass wir es gemacht haben. Total witzig. Dass die aber dieselbe Deko übernehmen wie aus anderen Ländern, wo es halt kalt ist um die Weihnachtszeit. Hola, you are blue alemán? Tu? No? Genau, wir wurden gerade von unserem Hundekomitee begrüßt. Hallo. Der verfolgt mich wieder. Der springt mir auch auf die Waden. So, wir haben unser Essen jetzt hinter uns.
Und jetzt müssen wir planen, was wir die nächsten Tage machen. Und anscheinend wird es ein bisschen entspannter die nächsten Tage, weil wir an einem Ort bleiben. Und zwar bleiben wir, ich habe den Namen vergessen. Tamarindo. Wir werden 3 Tage in Tamarindo bleiben. Das Ding ist halt, da ist halt anscheinend ein sehr, sehr schöner Beach. Es wird keine Nationalparks geben dort, aber sonstige Aktivitäten. Wir werden jetzt mal weiter planen und sehen, was wir sehen werden. Und in der Zwischenzeit töte ich ein paar Mücken.